Moment mal. Heiko sagt, Moment, was denn du? Peter kann schon wieder nicht abwarten, der ist schon wieder so juckig. Der hat neue Köder mitgebracht. Ja. Also, wir sind am Teich angekommen, wieder dabei Sven und Christian. Morgen. Moin Mädels. Und heute geht's um was, Peter? Verschiedene Köder. Verschiedene Köder. Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt, wobei ich trotzdem alles an Bord habe. Und Peter sagt, er wollte nur Swimbaits machen, aber ich habe gesehen, er hat auch Jerks dabei. Echt? Oh, denn? Doch, also, happy. Von daher, wir haben Gummis dabei, wir haben Jerks dabei, wir haben Swimbaits dabei, wir haben Wobbler dabei. Irgendwas vergessen? Chatterbaits? Zikaden. Oh, Zikaden. Also wir haben eine ganze Menge Köder mit. Wir wollen gucken, ob Barsch und Hecht geht. Ich werde wahrscheinlich nur auf ein Biss heute hin arbeiten. Aber weil ich große Köder fische. Die gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Und ich habe im Notfall auch für Barsche, Dropshot, Carolina, wie auch immer, habe ich noch Naturköder mit. Ich habe noch ein paar Tauwürmer mit. Also dann wollen wir mal gucken, was da heute so geht. Wir gucken uns die Köder im Einzelnen nachher nochmal an. Wir werden mal so ein kleines Sit-In machen, immer mal zu zweit oder zu dritt. Mal gucken und dann werden wir mal einige Köder zeigen. Aber jetzt wird Zeit auf Wasser. Wir wollen angeln, wir wollen Fische fangen. Ausgestiegen. Na, Svenny, gerade den ersten Kontakt gehabt. Ja. Und leider ausgestiegen, sagt er. Ausgestiegen im Drill. Aber wir probieren weiter. Das ist das gute Stück. Schöner Jerk von Dennis, TSD Custom Bait. Einfach mal unten in die Kanalbeschreibung oder uns in die Videobeschreibung reingucken. Da ist er verlinkt. Baut sensationelle Köder. Auf jeden Fall. So, nachdem Svenny jetzt hier schon zwei Einschläge hatte und beide Male verloren hat, hat Peter jetzt einen Einschlag gehabt auf seinem großen Swimbait. Und das sieht verdächtig nach Hecht aus. Da ist er aber sauber eingedreht hier. Oh, schöner Fisch. Petri! Petri, Dank! Richtig schöner kleiner Esox. Petri nochmal. Petri, Dank! So, der erste Fisch ist raus. Die ersten Bisse hatte Svenny. Den ersten Fisch raus hatte heute Peter. Und das auf dem Swimbait. Den darfst du mal zeigen. Weißfischimitat. Klein bisschen modifiziert. Das ist ja ein Auftreibender, also ein Float. Köder, also ein Schwimmender. Die haben ein klein bisschen modifiziert mit dem Blei untergeklebt, dass er so langsam absinken ist und auf 2,5 Meter kam er kurz über dem Grund der Biss. Wenn den jetzt jemand kaufen möchte, gibt es den noch? Nee. Nicht mehr? Die gibt es nicht mehr. Ah. Aber zeig mal gleich den neuen, den du dabei hast. Fische ich heute noch einen Ballam großen, auch den, auch eine Flotation, also auch ein Schwimmender. Und den habe ich auch ein bisschen modifiziert, dass er so, sag mal, slow float ist, langsam aufsteigend. Ja? Und ich hoffe, dass ich ihn hier im Flachbereich, ich werde nachher auf alle Fälle fischen, mal gucken, vielleicht erwische ich noch einen drauf. Das ist jetzt der 30 cm, den habe ich auch noch eine Nummer kürzer, das wäre dann 24,5. Mal gucken, welche von beiden sie nehmen wollen. Ja? Mal gucken, ob wir sie raufkriegen. Sven und Christian sind ein bisschen weiter weg, aber Christian mit Fisch. Also gleich nochmal gucken, was er aktuell für einen Köder hat. Aber da fahren wir dann gleich nochmal rüber. Ja, der sitzt ganz schön knapp, würde ich sagen. Petri! Petri! Ja, Christian, war das ja nun gerade dein Hecht. Ja. Und jetzt wollten wir noch mal kurz auf deinen Köder gucken. Habe ich den Blick heute schon riskiert. Was ist denn das genau für einer? Der ist vom Monkey Lures. Monkey Lures? In 10 cm. Und bis jetzt der Erfolgsköder. Letztes Mal auch schon? Ja.
Ah, siehst du? Habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ja, dann nochmal dickes Petri Heil. Ja, Petri, Dank. Svenny ganz konzentriert bei dem Wind. Ein Stückchen weiter, da ist Heiko unterwegs. Die Jungs angeln noch mit Jerke. Und da hinten haben wir noch Christian unterwegs. Da können wir ihn sehen. Ein ordentliches Ende weg. Und Christian hat auch schon einen schönen Hecht gefunden. Peter mit Swimbait. Und diesmal ein Swimbait, wo er vorhin gerade noch zu mir gesagt hat, da habe ich noch nie einen Fisch drauf gefangen. Da ist er. Der erste Hecht. Swimbait, oh, eingeweiht. Drauf. Aber er ist noch zu klein. Da haben wir ihn. Ja, Petri. Petri, Dank. Aber voll mit Fischegeln. Die drei lustigen vier. Allesamt schon mit Fischkontakt heute, ne? Ja. Bei dir waren es Hechte. Bei Svenny war es Kontakthecht zweimal. Ja. Auf Jerk. Ja. Und bei Christian war es ein Hecht auf den Gummi, den wir gerade noch gesehen haben. Und ein Barsch, der ausgeschlitzt ist, ne? Richtig, auf Zikade. Ja, also schon mal... Ein bisschen Fisch am Band, bei mir nicht. Ich habe jetzt nochmal umgebaut, ich habe einen Wobbler dran. Mal sehen, ob da noch was drauf geht, bevor ich jetzt gleich wieder los muss. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Stündchen. Ein Stündchen, naja, nicht ganz. Naja, also ich wollte schon mal wieder an Land fahren, andere Route holen, die kleinere Köder. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich habe gesagt, heute mache ich eben Swimbaits recht groß und ich arbeite auf ein bisschen. Okay. Haben wir erstmal umgesetzt. Ja. Also... Also ich merke gerade schon wieder, dass ich heute nur einen Kameramann mache oder Kamerakind spielen darf. Weil alle nur am Angeln sind und einer, weißt du warum? Einer muss ja dafür sorgen, dass ihr was zu sehen habt. Und wenn die anderen das schon nicht machen, dann muss ich das wenigstens machen. Leute, denkt dran, wir brauchen einen Kameramann oder Kamerakind. Gerne alles mal bei uns einschicken, wer gern möchte. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, weil wir haben vorhin schon wieder festgestellt, muss ich das Ding mal drehen. Wir haben vorhin schon wieder festgestellt, wir haben so viel Blödsinn gelabert. Und keiner ist dabei, um das aufzunehmen. Also, wenn jemand möchte, gerne einfach mal melden. Und dann gucken wir, was wir daraus machen können. Also, wir gucken, dass wir noch einen Fisch ans Band kriegen. Ob es nun Barsch ist oder ein Hecht oder wie auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Los geht's. Und das ist natürlich im Winter auch mega geil. Schön mal noch ein Grillerchen machen. Fleisch ist schon fertig, weil Heiko und ich mit Kamera auf dem Wasser waren. Und Svenny und Christian schon gebrutzelt haben. Die ersten Toast sind fertig. Auf dass das lecker schmackofatz wird. So, erzählt was. Da haben wir die beiden erstmal am Essen, die können nicht viel erzählen. Ja, erstmal fix was schnabulieren und ich muss dann leider los. Die anderen Jungs machen natürlich weiter. Ist noch viel dran am Tag. Für mich war es heute tatsächlich so, als habe ich das Angeln verlernt. Seit ja, Weihnachten oder waren wir das letzte Mal so wirklich, oh, die schwarz. Kinder, kommt rein, die Kohlen sind gar. Das ist nichts mehr zum Essen. Gut, da sehen wir zur Seite gut. Also hoffen wir, dass das nächste Mal bei mir wieder ein bisschen mehr los ist an der Route. Ansonsten schöner Tag mit netten Menschen am Wasser, in der Natur. Wetter heute, naja, wir sagen mal nichts. Also keine 1, keine 2, vielleicht eine 3 mit gutem Willen. Aber ansonsten alles schick. So, ich sag schon mal tschüss. Viel Spaß noch mit dem Rest und haut noch was raus, Jungs. Petri, hi. Ajo. Also, ja, Heiko muss leider los, ne? Schon wieder viel zu spät. Und ja, Swimbait heute noch vorne. Insgesamt 8 Aktionen und nur 2 Fische raus. Also da weiß man, die sind echt, echt vorsichtig. Jerk war heute Morgen gut. Die sind gut draufgenagelt, aber... Auch nicht hängen geblieben so richtig, ne? Svenny? Nee, nicht wirklich. Stark nicht angefangen, wirklich. Stark nachgelassen. Ja, schwach angefangen und stark nachgelassen. Ja, der stark angefangen.
Nee, hat er erst gut angefangen, ja. Ja. Christian, heute wieder guten Fisch gefangen auf Gummi, ne? Den Monkey. Den kleinen blauen Monkey. Ja. Und guten Fisch noch verloren, Barsch. Ja. Ja, ja, schade. Ja, den hätte ich ganz gerne nochmal richtig gesehen in den Hand gehabt. Ne? Na, vielleicht geht das ja noch. Müssen wir noch mal was die probieren. Hoffnung stirbt zuletzt, wie immer gesagt. Ihr habt ja noch genug Zeit. Richtig. Wir toben nachher gleich nochmal auf Wasser, aber erst Stulle mit Brot verhaften. Also, bis dahin. So, Christian mit dem nächsten Fisch. Muss mal ein Stück dichter kommen. Eingelöffelt hat er ihn schon. Und da haben wir ihn. Der erste Shedderhecht heute, ne? Ja. Oh ja, der hat eine Murmel, ne? Der hat eine richtig schöne Murmel, ne? Oh, Sven jetzt mit einem richtig guten Fisch. Auf dem Jerk. Der sieht richtig gut aus. Ah, dickes Petri, Svenny. Das ist ein richtig guter. Das ist ein Brocken, ja. Der ist gut. Svenny mit einem richtig schönen Meister Esox. Guti, Petri. Dankeschön. Tja, es wird langsam duster, wir sind runter vom Teich. Heute Nachmittag nach dem Grillen war nicht mehr so doll. Zwei Fische sind noch rausgekommen. Ja. Das war's, ne? Ja. Wobei ein richtig guter auf dem Jerk bei Svenny. So, und also Jerk hat heute Fisch gebracht. Shedderbait ja, hat heute Fisch ja. gebracht. Gummifisch hat Fisch gebracht und Swimbait hat Fisch gebracht. Also alle. Also einmal Köder. Querbeet, ja. Einmal Querbeet, ja. Wobei ich ausschließlich mit Swimbait geangelt habe. Insgesamt 8 Aktionen und nur 2 Fische gefangen. Also, die waren so spitz, aber ich habe auch nicht solche kleinen Köder gehabt. Ne? Also doch anders. Größe. So, ich genau. habe größer gefischt. Genau. So. Naja, was soll's. Fische sind rausgekommen, also ist der Plan aufgegangen. Auch Swimbaits funktionieren, aber die 30er wollten sie dann doch nicht. Ja, die manchmal, kommen später. Genau, manchmal ist das so. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, ach so, ich muss noch was loswerden. Ich soll noch mal einen ganz lieben Gruß schicken. Und den schicken wir mal an Nord-Ostsee-Kanal Richtung Schleswig. Und für Tillmann. Und wir kommen dich mal besuchen, NOK Zanderangeln. Also, das kriegen wir noch hin. Ne? In diesem Sinne, schöne Grüße. Und schönen Sonntag. Euch allen schönen Restsonntag. Genau. Daumen hoch und so weiter. Und wir sehen uns. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.